Warum muss die Overpipe denn aktiviert werden? Ja, weil sonst geht's nicht. Oder man macht diese Pneumatik-Dinger da. Warum macht Dann die haut nicht die wieder einfach alles einen, rein. warum macht die nicht einfach eine normale Holzpipe? Wofür? Weil es einfach sinnvoller ist, weil du die, glaube ich, mal aktivieren musst, immer hier die eine Pipe hier, die hier, wo ich draufstehe. In den Videos, wo ich gucke, machen die nichts damit. Die schließen es an und es läuft. Aber mit der hier wohl nicht. Ja, die machen es vielleicht nicht mit der Pipe. Da. Was für eine Pipe ist denn das? Item Alle. Duct oder wie? Fluid Duct. Fluid Ne, Duct. Fluid Duct. Wegen die Lava. Also wegen der Lava. Wegen die Lava. Siehst Ja, du? die Ja. schließt du eigentlich auch nur an. Du musst nur richtig einstellen, dass sie in die richtigen Richtungen Ist fließen. er. Hab ich, ist er. Das Was zum sollte Fick eigentlich ist ein genügen. Gekim? Dann, ich weiß Komm, nicht, ob der war man falsch haben. Pneumatic Servo noch unbedingt braucht. Aber die machen das normalerweise nur das, dass du einstellen kannst, welche Blöcke durchsäuen oder welche Flüssigkeiten genau und welche Ja, das nicht. ist sowieso Schwachsinn. Da hätte einfach eine normale Holzpipe gereicht. Waterproof. Hätte vollkommen gereicht. Nein, wir müssen es ja wieder so unkompliziert, also kompliziert bauen. Naja, also Fluid Duct schließe ich eigentlich auch immer nur an und das ist Ist doch völlig Schwachsinn. einfach. Ich ist immer alles Schwachsinn, ne, ehrlich. Du musst Warum halt nur baut mit Fluid Ducts umgehen können, dann sind die das Simpelste auf der Welt. Wenn du nur eine Flüssigkeit durch eine Richtung schickst, dann reicht vollkommen ein normales System. Ist auch so. Und nicht irgendwas Kompliziertes, wo du dann bestimmen kannst, welches Flüssigkeit, und weil du ja nicht mehrere nebeneinander baust. Oh, Moment, ich komm. Aua. Haben wir irgendwo noch Glas? Nö. Oh, ich habe keine Spitzhacke auf Nö, Glas. wir haben schon länger kein Glas mehr gehabt. Wir haben Glas. Uhuhu. Hi. Nitanit. Co. Earth, Copper. Hilfe. Alter Schwede. Ey, Einfach warum haben wir raus. kein Copper mehr oder sowas? Gib dich Welcher doch Affe wieder macht dir rein. mal die. Die Druckplatte nervt. Meine Fresse, mach die mal wieder hin, weil ich renn doch nicht mehr hin und mach die Tür dazu, ehrlich. So, jetzt Ihr brauchst du habt euch. keinen Hebel mehr, Black. Ich. Ne. Jetzt kannst du die von drin anmachen. Wenn du das Redstone-Signal anschaltest, ne? Ich hab gerade irgendwie mein ganzes Leben verpeilt, kann das? Ja. Bin gerade in der Höhle gefangen, aber ich komme hier nicht raus. Ja, das. Ja. Hat das Gefangensein so an sich, dass man da nicht rauskommt, aber naja. Ich Ja, brauch das Kopper. impliziert so ein bisschen. Minimal. Oh, eigentlich Kupfer. Boah, ich hab's rausgefunden, sehr gut. Auch immer toll, wenn die ganzen Leute am Spawn gefangen sind, so auf bestimmten Servern. Ja, ich weiß auch Das nicht, ist immer auf gut. welchen Server. Vor allem diese mächtigen Admins da, die dann auch drüber entscheiden, Ja, ob die da rauskommen oder nicht, genau. Alter. Auf ihren dreckigen Privatservern da. Boah, die will ich schlagen. Ja, die Ja, Junge, war ganz voll die schlimm. Arschlöcher, Dann Alter. lassen die natürlich nie Leute raus und die bleiben dann alle im Spawn und Naja, beschweren sich. würde ich auch. Also die gehen da immer rein und dann, ne, dann, die kommen dann immer rein in diese Spawns da. Ich schlag die dann einfach mal und dann sagen die immer, nee, du hast mich geschlagen, ey, ich lass dich hier nicht Kommst du nicht raus. rein? Muss hier nicht raus. Ja, man haut die und dann schlagen die zurück, ey. Was denken die Ja, sich? und dann haben die auch so schwule Hacks einfach, dass die einen One-Hitten. Ja, mit Yay. ihren blöden Stärkepots, die die sich aus dem Arsch ziehen. Ja, echt mal. Sie haben immer einen Stärkepott dabei, wenn man die töten will. Immer. Instant. Ja, und dann kommen wir hier mit den Flyhacks und fliegen ein bisschen im Spawnraum und sind trotzdem gefangen. Ja, das ist voll Kacke, ne? Warum ist hier. Ach so. Denken sich auch immer, die sind die besten dann. Ja, das ist immer Wo? so witzig, wie sie sich dann aufführen. Ich kann hacken und du nicht. Na klar. Ja. Genau. Ich bin der bessere Hacker als wie du, Walla. Voilà. Als wie du. Deswegen ist es schön, wenn man dann Spawns so zubauen kann, dass sie da nicht mehr raus können. Ja, ist Genau. voll Ey, gut. WTF, kannst du dir nicht mal einen eigenen Weg bauen? Du benutzt immer meinen, oder? Ja, und? Ist zu Du weißt arm doch, für einen wie eigenen faul er Weg. ist. Ja gut, war ja auch voll. Ich habe einfach meine Turtle runtergeschickt, um die Treppe machen zu lassen. Ja. Aber dafür hast du das Programm erstmal geschrieben, ne? Hey, wenn man's kann, spart man sich Arbeit. Dafür hast du das erstmal geschrieben, das Ja Programm. und? War nicht lange. Ich habe glaube eine Viertelstunde für das Programm nur gebraucht. Das Ja, ersetzen. hast mir das Bild ja geschickt Ja. gehabt. Viertelstunde. Ja gut, der setzt jetzt immer an jeder Stelle jetzt eine Fackel, ne? Aber wen interessiert's? Ist Wen doch ist scheißegal. ausgeleuchtet?
Man braucht eh Hauptsache nicht die so Treppe viel. steht ordentlich. Holz hat man eh unendlich und Kohle braucht man nicht so viel. Ja. Die braucht, was hat sie gebraucht? Vier. Viermal, was brauchst du? 4 mal 50, 200 Kohle. Drei Kohle. Das ist Das nichts. ist nix. Das ist so gut wie immer so, dass man dann nach so ein, zwei Tagen stackweise Kohleblöcke übrig hat. So. Weil wofür braucht man die denn? Ah, Kohle brauche ich viel momentan. Wieder gar nicht mehr. Ich Oh, krieg immer ich mehr als bin aber genug. so das meiste irgendwie anders laufen hat. Also ich habe hier gerade super viel Kohle rumliegen, aber ich bin irgendwie zu faul, die mitzunehmen. Nimm die mal mit. Immer. Was kriege ich dafür? Nein. Ein Kuss. Und später dann Ein Kuss. mit Fortune 3, dann hast du eh unendlich Kohle. Ja, sag mal, vielleicht Ja. kommst du zur Gamescom. Wenn es deine Kohle auch, dann ist Nein, das mein Stack. nur einen Tag. Ja, welchen Donnerstag? Na, Ah, Freitag Freitag. oder Samstag. Ja, nur einen Tag, Freitag, Samstag. Hä? Freitag oder? Achso. Komm mal, Aber ich glaube Donnerstag. eher Ja, ich Samstag. bin. Da bin ich vielleicht auch da. Ich Bin nur Donnerstag und Freitag da. Donnerstag. Ich bin vielleicht Donnerstag da. Na, die kann das so machen. Müssen wir eigentlich noch Gänge graben? Wegen der Turtle? Ja, eigentlich nicht, ne? Nein, mein Erstmal nicht. Turtle ist gerade noch unterwegs. Ja. Hast du eigentlich jetzt ein Programm fertig Ja, geschrieben? habe ich. Ich habe noch einen Bug drin, aber du bist zu voll zu beheben und so, stimmt Was es ja macht auch die nicht. denn? Ja, die macht halt so wie ich immer Strip Mining nur automatisch halt. Ach so, warum brauchst du das nur? Machst du immer an jeden dritten oder jeden vierten Gang oder jeden zweiten? Nee, ich mache halt so, ich gehe nach vorne. Dann grabe ich halt so fünf Blöcke nach rechts ein, einmal eins. Ja, und dann vier. Ja, dann und dann ja, nach links auch noch und dann gehe ich zwei Blöcke weiter und dann so. Ach so, ja. Ja, Fünf dann nach muss ich rechts, elf drei. nach links. Ja, irgendwie so, keine Vier Ahnung, wieder, glaube um ich, hinten, drei. dann wieder zurück und dann das wiederholend als Schleife. Irgendwie so. Das geht, Ja, ey, das. ich mag's ja eigentlich lieber, wenn man einfach in eine Richtung geht, dann drei Blöcke weiter rechts wieder in die Richtung. Sieht dann auf Karten auch schöner aus, wenn einfach mal so ein großes Gitter ist. Weißt du, was viel schöner ist? Wenn du dem sagst einfach Breite, Höhe, Länge, Abstand der Fackeln und fertig. Flash, brauchst du jetzt nicht angeben. Oder du nimmst einfach einen Quarry und machst einfach riesige Löcher am Boden. Nein! Wir machen keine So. Riesenlöcher hier auf dieser Map. In der Wir sind einfach Quarry. bescheuert. Ja, In der Quarry, genau. man kann ja alles mit Dirt wieder platzieren. Mit Oder einer Ender in Quarry, ne? Müßcraft einfach Genau, Quarries laufen deswegen braucht man lassen. Ender Quarry. Oh ja, ich habe LSD-Ohr gefunden. LSD-Ohr! Ja, Ender das, wo so Quarries. 58 Milliarden verschiedene Farben Ach rauskommen. so. Dafür braucht man keine Ender Quarries. Ich nehme einen normalen Quarry, du einfach Tesseracts anschließen, fertig. Ja, aber Hör doch mal auf, so was mit den technisch zu Löchern? reden, bitte. Dafür nehme ich einen Ender Quarry. Weil die füllt alles wieder mit Erde. Lass uns Und einfach einfach schnell hoch Ja, da. wenn du so wie Müßcraft oder so hast, dann brauchst du das ja nicht, weil die Welten löschst du dann eh. Ja. Aber das sieht doch schöner aus dann. Kannst du Nein. guten Gewissens Ja, einfach klar, weil wieder du auch in gehen. die, weil du in Müßcraft doch so oft in die Welten reingehst. Klar, jeden Tag. Nur um die Quarry umzusetzen, Ja. Richtig. Und einfach Das läuft wegballern, jetzt hier. tschüss. Das sagst du, das läuft. Oh Gott, das ist ja voll viel. Boah, ist das hell! Ah, geil. Besonders in Musecraft kann man halt noch so tolle Sachen Oh, einstellen nice. wie Ores Only oder so. Ohrenverletzung. Da ist ein bisschen Fisch drin, ne? Black, das ist schön, dass du Viech Oh, machst, ja. Ohrenverletzung. Das ist schön. Ich lobe Oh, dich. ich hab bisschen viel Eisen gefunden, so. Gehst du Das eigentlich habe ich bei mir an schon. die Kiste dran, oder was? Ich? Ich wundere mich gerade. Du findest Eisen? Ich wundere mich, wo ist mein eigentlich mein Eisen? Nein, Nee, ich Spaß. bin gerade in der Höhle. Ja, es ist ja alles gut. Ich habe hier oben nur 4,5 Stacks. Er ist in Wer der hat Höhle, die Ends? vollgestopft mit Kisten ist. Er fragt sich nur warum. Wer hat eigentlich das ganze Endstone gemacht? Nö. 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 Endstone, erstmal geiern. Ja, da war es wahrscheinlich Lenny. Ja. Nö, das Hate, findest Alter. du unten in den Höhlen. Ihr ganz Endstone. sicher? Ja, Nerven. durch die Beehives. Meine Nase rastet aus. Ah, jetzt rastet mein Kopf aus, weil meine Nase ausrastet. Oh. Yeah. Ausrastet schon. Findest du? Haben wir noch Ja, drei finde Stück? Ja, haben Oh, ich Stieks! habe ein Stück Eisen im Inventar. Also Stieks! Eisen. Ich brauch Gib mal ein Stieks! bisschen. Ich bin gerade in der Höhle und farme. Das ist sowas, wenn man in die Höhle geht und das Zeug sucht und ich einfach nur zu Hause rumsitze und sag, gib Machst du mal. hier jetzt eigentlich? Hä? Ich mach nicht einfach so. Dann tust Ja. Finger weg. Ich wette, irgendwas machst du wieder kaputt. Gar Farmen nichts, ist du für viele Affe. Leute ein Kann man ja wieder Fremdwort. Lava klauen. Hey, Und das könnt ihr machst, mir werde ich Sachen töten geben? und du kriegst Nee, 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 nichts. nee, 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 die sagen dann immer, Was kannst du macht ihr daher da? geht die Lava so langsam leer, ne? Ja, siehst du, das funktioniert nämlich gar nicht. Ich habe das eben auch schon bemerkt. Funktioniert immer Boah. noch nicht richtig. Ach, laber nicht. Oh ja, Ach, Kobalt laber ist jetzt selber nicht mehr. nicht. Machst du Dann da einfach eine Kobalt jetzt Glocke hin? nicht. Mach doch die Pipe einfach wieder anmachen, du Affe.
Sollte ich eigentlich ja verzaubern. Immer diese Affen. Verzaubern ist ja auch oben. Immer diese Centus. Hast du das auch erzählt mit der Pack, du Affe? Was ist eigentlich die Mehrzahl von Centus? Zentrin. Centusen. Centusen? Genau wie Kaktus, ja, ne? Wenn die klingt ihr mal Centus. Was ist die Mehrzahl von Kaktus? Rea. 10. Ja. Yeah. 11. Oder oben ist wieder LSD-Ohr. Hm, geil. LSD-Ohr? Ja, dieses. Oder so 1, 5 2, oder so. 3, 4, 5, 6, Fluoride. 7, 8, wo 8 verschiedene Farben rauskommen. Ach so, dieses Fluorid, oh, das habe ich irgendwann mal, das muss mit Fortune 3 erbauen. Das Party. Da hast du von einmal, ich habe 2 Blöcke abgebaut, habe von jedem so 17 oder so im Inventar. Ja, ich habe mal, ich wollte mal meinen halt so mit Geostraße heißt 4, ja, sie 5, da gehst du eh ran, da liest du eh durch. Ich baue aus Versehen einen Block ab, das gesamte Inventar ist voll und alles nicht drum. Nice. Oh, das ist schön. Ich hasse dieses Erz, ich hasse es. Oh Mensch. Und man braucht es für gar nichts, man braucht es für nix. Was kann man denn eigentlich machen? Damit kannst du Blöcke bauen, die gut sind. Gibt mal, ist bestimmt voll geil. Ja. Reactorcraft? Ja, Reactorcraft. Ja. Oder Big Reactors, beziehungsweise. Nein, Reactor. Ja, das ist aber geil. Ich glaube, wenn, dann brauchst du nur die blauen Kristalle für irgendwas. Den Rest ist alles nutzlos. Ja, vor allem, das kann man auch mit Mimichild herstellen, ist gar nicht wasted oder so. Nö, Mimichild überhaupt nicht. So, OP. Na, ist echt so. So. Damals habe ich immer Diamanten hergestellt, weil ich keinen Bock hatte, Diamanten zu farmen. Das war nur der Ersatz für Minium Stone. Ja, ja, ist echt so. Auch wenn ich Equivalent Exchange besser finde. Platten. Oder man haut Ex Nihilio drauf und hat mega unendlich Diamanten und alles mögliche. Ja. Dauert eh nicht mehr lange. Richtig, du machst einfach automatische Farm und dann guckst du mal einfach zweimal in die Kisten rein und sammelst die ganzen Diamantblöcke raus. Sind das denn für hässliche Viecher in der Hölle, die so Feuerbälle spießen? Ja, sonst hat mich vorhin auf ein halbes Herz runtergeklatscht, scheiß Viecher. Regular. Blazes? Nee, nee, nein. In größer. Die so einen runden Feuerkreis um sich haben. Die sind voll die komischen Viecher. Pinky. Ofen. Oh, Pinkies sind so eine What? Unnötige Scheiße, Alter. Nether Soul. Achso. Fangen wir mal an. Hier rum. Oh, gestorben. Oh, ich will Geostrata haben, ich will Speed 700 so, haben. Brennen. Herr Geostrata, ist doch hier drinne? Ja, ne. Ofen, Zergold und Diamant. Geostrat ist der ECGG-Modder, der Verbrauch kann sich gleich wieder aufhören, so einfach ist das dann. Ah, die sind schon schlechtig, ja? Müssen es ja nicht übertreiben hier. Du hast halt einfach dauerhaft Resistance 4 und sowas. Ja, wir haben gerade Resistance 2 durch Advanced Genetics. Mein Gott. Fliegen können wir schnell rein. Ja, ich flieg gerade durch die Hölle. Das ist einfach so bösartig, mit Resistance 4, weil es einfach 80% Damage Reduction ist. Dann haust du dir noch Protection 4 komplett drauf, dann kriegst du 4% Damage. Nee, warum? Damage. Einfach Blood Magic Rüstung machen. Ich hör die ganze Zeit von so einem fliegenden Totenkopf Toten ja, oder verfolgt. Oder du machst dir einfach ein Ultimate Solar Helmet mit einer Gravity Chest Plate und dann den Rest ja, Nano Suits. Dann kriegst du nie wieder Damage, kannst fliegen und es wird automatisch aufgeladen, wenn Sonne ist. Gut, dass ich von den ganzen Sachen, die ihr gerade erzählt, kein einziges kenne. Ohne Witz nicht. Wo bist du schlecht? Ja, wann habe ich zum letzten Mal so ein Modpick gespielt vor 3 Jahren? Oh, langweilig, ja. Schlecht. Ticket halt. Alter Schwede. Was du Decke, was? Ticket, das hast konnte du? Ich nicht leiden. Ne. Da warst du, hattest Ticket gespielt, dann hast du Ticket einen Tag gespielt und du hattest keinen Bock mehr, weil du hattest alles en masse. Nö, ich hab Ticket angefangen, hab mir gedacht, scheiße. Hab ich keinen Bock mehr. Meine Turtle wird nicht fertig. Allgemein fände ich die Modpacks im Ticket, im Technic Launcher langweilig. Das ist viel Beast schöner. Die haben so wie Agrarian Skies, Blood and Bones. Die haben ein paar schöne. Alter, was hast du eigentlich mit dem beschissenen Blood and Bones? Ja, das ist okay. Hast du schon mal gespielt? Hast du schon mal gespielt? Nee. Ja, doch. Mach mal. Mach mal. Boah, bei mir ist der Server gerade richtig hart am Laggen, Alter. Ja, dann möchte ich dir vor allem zugucken, wenn du Kohle abbaust. Und man stirbt auf einmal. Leckt der Server bei euch auch? Nein. Ja, tut er. Bei mir nicht. Bei mir leckt er gerade richtig hart. Bei mir auch nicht. Du bist einfach nur behindert. Beleidige ihn doch nicht. Er hatte eine schwere Kindheit mit Lucky.
Okay, musst du für diese Amulette muss man da mit Silftouch diese Kristalle abbauen, ne? Nö, du kannst die Kristalle auch selber bauen, aber. Ja. Hä, Nee, wie denn? du musst sie mit Fortune abbauen, aus dem Grund, das sind in den Höhlen, das sind Cave Crystals. Und aus denen kriegst du die Ja. normalen Crystals, wo du die starken Kristalle draußen brauchst. Und Ja, die hier steht Kristalle. Light Blue Cave Crystal und die kann ich irgendwie nicht herstellen. Steht hier Nee, die jedenfalls kannst du nicht. auch nicht herstellen, weil du stellst nämlich die starken Versionen davon her, die du quasi zu Hause dann auch aufstellst. Und die starken Versionen sind in den Amuletten Zentrus, was machst mitverarbeitet. du?